Hallo, eine neue Woche mit 17 Pieces. Lange nicht gesehen. In diesem, upala, rutsche ich schon ab, in diesem Vlog-Format. Aber ich habe die nächsten Tage auf jeden Fall einiges. Also, ich habe, sind wir ehrlich, ich habe nicht so viel vor. Aber ich liebe es zu vloggen und ihr freut euch auch immer, wenn ein Vlog kommt. Ich muss sagen, es ist Bio. Heute kommt die Sonne raus, machen wir ein bisschen dunkler. Ich bin komplett obsessed. Berlin, ernsthaft? Aber ich mag den gesamten Look. Ich finde, der ist farbenfroh, aber unauffällig farbenfroh. Ich fange erstmal an mit meinem Beauty Haul und oh mein Gott, ich habe so schöne Sachen wieder und zwar von Purish. Ihr liebt Purish genauso sehr wie ich, deswegen freue ich mich und ich habe tatsächlich eben noch mal eine E-Mail bekommen. Der Code war nämlich eigentlich anders aufgestellt, aber der Code, den ich jetzt habe, der ist noch viel besser. Und zwar gibt es, da hole ich euch noch ein bisschen näher ran, 20% auf alles. Also natürlich auch die Sachen, die ich euch jetzt zeige. Aber wenn ihr noch ein paar andere Sachen nachkaufen möchtet oder zum Beispiel noch eine andere Marke mit in den Warenkorb legt, dann gibt es 20% auf alles. Der Code müsste dann Jamina20 sein. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox und habe alles, was ich euch zeige, jetzt natürlich auch auf meinem Gesicht und auch schon in den verschiedensten Looks die letzten Wochen getestet und vor allem die Foundation finde ich wirklich wow. Und die entwickelt sich über den Tag sogar noch schöner. Ist wirklich ein Hammer. Ich drehe mal kurz die Kamera um, dann zeige ich euch, was ich so neu habe. Bevor ich das mache, muss ich euch natürlich den Hund zeigen. Der hat sich hier eben unter meinen Stuhl befördert. Wie siehst du eigentlich aus? Guck mal, dein ganzes Ohr ist schon wieder voller Gras und irgendwelchen Zotteln. Bist du der süßeste Hund? Hallo, ich rede mit dir. Bist du der süßeste Hund, den es gibt? Gott, ich liebe ihn. Okay, so. Ich muss kurz was filmen und dann gehen wir raus. Okay, versprochen. Hier gibt es einen kleinen Überblick und ich fange mal an mit einem richtig coolen Set. Und zwar wisst ihr, die Marke Acne Me benutze ich schon echt super lange. Und die haben ja, habe ich schon oft gesagt, ich liebe das, wenn Marken sich auf etwas spezialisieren. Und die haben halt dieses ganze Sit-Thema, ne? Also Pickel. In jeglicher Art und Weise. Da habe ich ja schon zweimal leer gemacht. Das Sit-Peel, großartiges Produkt. Gerade wenn man so ein bisschen mehr Unreinheiten hat oder halt so partiell wirklich was schnell loswerden will. Ja, die haben auch diese Sit-Sticker und vor allem liebe ich ja auch die Acne Me Dry Sit Dry Lotion, wie ihr seht. Meine ist halb leer. Von diesen ganzen Dry Lotions gefühlt habe ich alle probiert. Ist das wirklich das Beste, weil es wirklich, sage ich mal, ein Pickel ist so gerade in der Entwicklung und ihr macht das rauf und die Entwicklung wird quasi angehalten. Also da bildet sich dann über Nacht nicht ein Hügel oder irgendwas. Das ist nochmal so nebenbei, absolut große Empfehlung. Und dann haben sie jetzt das Good Morning and Good Night Kit. Da ich ja jeden Tag SPF benutze, habe ich natürlich auch einen großen Verbrauch. Ihr seht, es ist halt für Acne-Prone Skin. Wenn ihr wirklich mit Unreinheiten zu kämpfen habt, dann ist das natürlich perfekt für euch. Aber ich kann auch sagen, der funktioniert für jemanden wie mich mit einer ziemlich reinen Haut. Kann man schön leicht auftragen, habe ich auch heute drauf, unter der Foundation. Und es sitzt halt alles optimal. Und dann gibt es auch noch das Sit Control für die Nacht. Und gerade bei den Produkten könnt ihr halt auch wirklich nur auf die betroffenen Stellen die Produkte auftragen. Ne? Je nachdem, wie eure Haut aussieht, ich finde hier Preis-Leistung super. Also die gesamte Marke kann ich euch wirklich, upala, es wäre kein Jamina-Video, wenn euch was runterfällt, kann ich euch total empfehlen. Schaut euch definitiv mal das Set an. Ich weiß, ihr auf meinen Augenbrauen, wie gewartet ihr alle. Deswegen liegt auch das Produkt auch hier, weil das gehört unter anderem zu meiner Routine. Da ich das auch bei Purish gekauft habe und es jetzt 20% gibt, kann ich euch schon mal sagen, um wirklich die einzubetonieren, benutze ich den seit Monaten. Meiner ist jetzt auch fast leer. Browly Lift 'Em Up Glue habe ich euch auch, glaube ich, in einem Haul gezeigt. Love it, love it, love it. Deswegen nur mal ganz kurz nebenbei. Dann die Foundation. Yummy Skin von Danessa Myricks. Die hat so unglaublich fantastische Produkte. Eine der besten Creme Blush Paletten, die ich habe, ist von ihr. Und ich trage, die hat sie ganz neu rausgebracht, die Foundation. Ich trage die Farbe 7N aktuell. Ich könnte sogar noch einen dunkler nehmen, weil ich einfach noch aus Schweden gebräunt bin. Und ich kann das am besten beschreiben, wenn ihr, das passt hier ziemlich gut, eine Skincare Hybrid Foundation mögt, die sehr, sehr glowy und sehr natürlich ist, aber trotzdem eine medium und aufbaubare Deckkraft haben möchte, dann ist das genau euer Produkt.
Gott sieht die schön aus, wenn man ein bisschen mehr Deckkraft möchte, aber überhaupt nicht möchte, dass man wirklich Foundation auf der Haut sieht. Ich finde, das Wichtigste hieran ist, wenig Produkt aufzutragen. Wirklich nur ein Mühe, weil das Produkt ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Und was ich auch toll finde, ist, es ist refillable, bedeutet, das hier und das behält man. Und wenn das Produkt dann leer ist, kann man das halt einfach nachkaufen. Guten Tag. Mr. Super Ungeduld. Dann muss ich euch aber auch unbedingt... Maybelline gleich. Es geht gleich los. Wobei, ich muss ja eigentlich erstmal hiermit anfangen, weil das hat ja meine Wange erstmal so zum Strahlen gebracht. Ich finde, Maybe Mitchell hat wirklich super, super tolle Blushes. Sie hat auch sehr spezielle Farben. Haben wir hier auch ein Lila und ein Gelb. Ich habe auch noch ein Türkis. Die Farbe habe ich jetzt heute benutzt und... Oh. Sieht ja einfach so wahnsinnig gut aus. Also ich finde das als Base, wenn du dann noch ein bisschen mehr Haltbarkeit möchtest, den on top, das habe ich ja heute benutzt, Hammer. Also ich bin sowas von richtig verliebt in meine Wange heute. Das ist die Farbe Obsessed. Dieses Wort benutze ich ja auch nur ganz selten, ziemlich passend. Dann gibt es auch noch richtig schöne Lipglosse, die sind halt so richtig high shine und ich würde sagen, in 99% der Fälle am Tag trage ich eigentlich nur Lipgloss, deswegen ist das auch voll meins. Dann gibt es auch noch eine Mascara von denen, die ich jetzt heute auch drauf habe, die finde ich auch schön. Und Nabla, wisst ihr auch, liebe ich. Die haben die Full Color Stylos. Und das Lila hat es mir voll angetan. Und wisst ihr, ich habe ja dann das heute quasi auf meinen unteren Wimpernkranz gegeben und dann einfach das Blush so ein bisschen auf mein Augenlid. Und so, finde ich, kann man halt schön Farbe integrieren, ohne dass man halt gleich irgendwie super bunt aussieht. Ja, Nabla, wisst ihr sowieso, haben super tolle Produkte. Deren Blush ist das jetzt ein Highlighter, die finde ich auch schön. Aber prinzipiell benutze ich ja eher Creme-Highlighter, aber die haben die normalen Blushes, die Puder-Blushes, boah. Die haben auch so eine wunderschöne Reflexion, also die kann ich euch total empfehlen. Purish hat einfach so coole Marken, immer was Neues dabei, man kann immer neue Sachen entdecken. Zum Beispiel hier, das ist auch eine Marke aus Ungarn, eine Skincare-Marke. Geek & Gorgeous, die muss ich jetzt noch ein bisschen länger austesten. Bei sowas kann ich euch immer erst in irgendwie, weiß nicht, ein paar Monaten was dazu sagen. Aber so Make-up-mäßig liebe ich Purish und ihr könnt dann, wie gesagt, gerne meinen Code benutzen, Yamina20. Und jetzt werde ich diesen kleinen Freund nach draußen führen und dann sehen wir uns später wieder. So, ich habe mich jetzt hier nochmal ein Eichhörnchen. Oh Gott, ist das süß. Ich habe übrigens die größten Eichhörnchen, die ich jemals gesehen habe, in meinem ganzen Leben in Schweden gesehen. Ohne Witz, die waren so groß wie eine Katze. Es war unnormal. Wieso ich hier eigentlich so an meinem Fenster stehe, ist, mich nochmal die Foundation zu zeigen, weil ich finde, das ist essentiell, dass ihr wirklich meine Haut seht. Viele Leute filmen sich immer von so 10 Meter weit weg, wo ich denke, man erkennt nichts. Wir brauchen Close-Ups. Ja, deswegen hier nochmal ein Close-Up im Sonnenlicht mit meinem Make-up. Und jetzt gehe ich mit dem Kleinen. Ich habe gerade mit Maxi drüber geredet und meinte, Maxi, du musst unbedingt dieses Eis probieren. Wenn ihr aus Oldenburg kommt, vielleicht kennt ihr die Eismanufaktur. Die ist jetzt hier in Petersfehn, es gibt aber auch noch eine direkt in Oldenburg. Und die hatten letztens, was war denn das? Weiße, es tropft mir hier gleich alles runter. Die hatten weiße Schokolade mit Mohn und ich meinte, Maxi, du brauchst das. Und dann habe ich mich selber angefixt, weil ich hier gerade dran vorbeigefahren bin. Jetzt habe ich, sie hatten es jetzt heute natürlich nicht, aber die hatten weiße Schokolade mit Popcorn. Das habe ich probiert, war ein bisschen zu süß. Und jetzt habe ich genommen Tonkabohne hier unten. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Erdbeereis gegessen habe, aber das ist Erdbeermascarpone. Das habe ich noch nicht probiert. Die haben halt immer richtig, richtig leckere Sorten. Gott, das ist so, schon wieder so heiß. Das Erdbeereis ist auch richtig gut. Ich habe die auch eben gefragt. Und die meinte, es gibt auch noch eine Filiale in Bad Zwischenahn. Und da wird das alles selber hergestellt. Auf jeden Fall eine große Empfehlung, Eismanufaktur. So, ich fahre jetzt mal weiter.
Ich muss noch kurz ein Paket wegbringen. Erzählt das bitte Christian nicht, dass ich im Auto Eis esse. Wir haben nämlich eigentlich gesagt, dass wir im neuen Auto keine Lebensmittel mehr verspeisen. Nun ja. Wow, guten Morgen. Ich sehe so aus, wie ich mich gerade fühle. Ich hatte um 7 Sport. Jetzt bin ich wieder zurück, war dann noch kurz was einkaufen und dann hatte ich noch im Auto. Boah, ich hab jetzt schon eine Armsituation, wirklich. Es ist. Oh, warte kurz. Ah. Ich habe heute mit meinem Trainer geboxt, weil wir haben schon super lange eigentlich geplant, mehr zu boxen. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist es immer untergegangen. Jetzt habe ich gesagt, nein. Wir haben jetzt das Training ein bisschen umgestellt und jetzt boxen wir mehr. Demnach kann ich meine Arme bzw. so schwere Kamera nicht halten. Auf jeden Fall hatte ich dann noch im Auto ein Telefonat beim Steuerberater eine halbe Stunde. Ich mache auch gerade ein Coaching zum Thema Steuern, um das alles mehr zu verstehen und da einfach wissen, was einem in der Schule nicht beigebracht wird. Also jetzt nicht nur Steuern, sondern so viele Sachen werden einem in der Schule notwendig sind, nicht beigebracht. Und ja, als Selbstständiger ist das halt ein Riesenthema und man weiß basically nichts. Deswegen nehme ich jetzt Geld und Zeit in die Hand und bilde mich fort, so gesehen. Aber das ist gerade erst ganz am Anfang, deswegen kann ich dazu noch nichts erzählen. Musste aber mit meinem Steuerberater einfach so ein paar Zahlen klären, damit ich halt überhaupt weiß, was Stand der Dinge in meinen Bilanzen ist, welche Zahlen überhaupt da sind und welche nicht. Und jetzt räume ich gerade ein bisschen auf. Also eigentlich muss ich heute sehr viele Sachen machen. Ich habe gleich... Warte mal. Oh Gott. Mist. Ich muss aufhören zu reden. Ich habe nämlich in 20 Minuten einen Call bezüglich Steuern. Da muss ich mich noch vorbereiten. Und dann habe ich einen Call mit Lela. Ich melde mich einfach, wenn ich geduscht bin und ein bisschen weniger wild aussehe. Guten Morgen. Hast du schon wieder so einen schweren Start in den Tag gehabt? Ja. Mhm. Ja. Dein Leben maximal schwierig. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Postboten bin ich so. Ich habe übrigens meinen Ehemann als meinen Bildschirmhintergrund. Das ist ein bisschen viel, aber das Foto wurde von Ulf Duda gemacht auf dem Wattenschlick und ich finde das so hübsch von ihm. Anyways, darum soll es nicht gehen. Ich glaube, wir haben das letzte Mal vor so 3 Stunden gesehen. Ich hatte jetzt eigentlich die ganze Zeit nur Telefonate. Seitdem habe ich mich offensichtlich geschminkt und ich trage genau das Make-up von gestern, also die Yummy Skin Foundation. Und oh Gott, ich bin obsessed. Die ist wirklich, mit ein bisschen Produkt schaffst du ein unglaublich tolles Finish. Ja, sonst habe ich eigentlich nur auch das Blush wieder so ein bisschen als Lidschatten und halt die Wimperntusche. Gleich kommt unsere Haushaltshilfe. Ich bereite, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für sie vorputze, weil das wäre wirklich ein bisschen verrückt. Aber ich räume halt immer sehr auf, bevor sie kommt. Aber irgendwie hilft mir das auch, weil ich so ein Zeitfenster habe, wo ich weiß, okay, muss irgendwie, also in meinem Kopf muss einfach alles ordentlich sein, alles muss weggeräumt sein, damit halt auch alle Flächen frei sind, damit da halt auch irgendwie sauber gemacht werden kann. Und ja, dann gehe ich gleich mit Beo. Heute ist zum ersten Mal ein Tag, wo ich so ein bisschen Herbstfeeling habe. Es ist regnerisch, es ist grau und die letzten Tage war es halt echt immer noch richtig heiß, ne? Ich habe einen Pullover an. Und mir ist tatsächlich ja ein bisschen frisch. Weiterhin sind mir Temperaturen nicht wichtig, aber diese Tatsache, dass es jetzt ein halbes Jahr lang so dunkel ist, wie es jetzt ist, macht mich jetzt schon kaputt.
Das ist meine Beschwerde für dieses Jahr über das schlechte Wetter, was kommen wird. Ihr werdet mich sonst nicht mehr darüber reden hören, weil man kann es eh nicht ändern, aber ich muss es einmal loswerden. Ist nicht meine Jahreszeit. Dunkelheit macht mich kaputt. Guck doch mal, wie hübsch er ist. Aber jetzt muss ich erst noch ein paar Insights verschicken an Kunden von uns, weil das macht Lela nicht. Das ist ja auf meinem Handy, die Insights von meinen Stories und so weiter. Deswegen, das schicke ich raus. Verträge unterschreibe ich auch meistens selbst. Da habe ich auch noch zwei Verträge, die ich unterschreibe und rausschicke. Was habe ich hier gerade noch aufgeschrieben? Dann muss ich noch was an meinen Steuerberater verschicken bezüglich meiner Versicherung. Und dann muss ich noch was an meine Versicherung schicken wegen der Rechnung von meiner Krampfader-OP. Das muss ich auch noch einscannen. Ja, das sind jetzt meine To-Dos. Und dann sehen wir uns später. So, es ist um einiges später. Ich bereite schon unser Abendessen vor. Ich war wirklich seit dem Gassi nur an meinem Computer. Und ich habe vorhin die erste Feige des Jahres gekauft und eieiei. Ich war irgendwie so aufgeregt, aber natürlich wusste ich, dass noch gar keine Feigenzeit ist. Jetzt ärgere ich mich, weil, ja. Ich finde eh so Obst und Gemüse im Winter eh am allerbesten. Die kann man nicht essen, Barbie. Jetzt mache ich gerade einen Salat. Und hatte irgendwie Lust, so ein bisschen, also ihr wisst ja, ich mische gerne so salzig mit süß, ne, in meinem Salat. Jetzt habe ich hier ein paar Weintrauben reingemacht, die wir hatten, Nektarinen. Und hier habe ich noch Hirtenkäse. Und das mache ich da auch gleich noch rein. Dann koche ich hier gerade noch ein bisschen Reis und habe noch, wie ihr vielleicht hört, ein bisschen was im Airfryer. Und das ist dann unser schnelles Abendessen. Ist immer zu streng mit sich selbst. Ich sehe noch super frisch aus. Dafür, dass ich seit 6 Uhr morgens wach bin, sehe ich noch frisch aus. Ich habe übrigens aktuell, es ist nur auf Instagram, aber ich dachte, ich erzähle es kurz, falls ihr auch sehr gerne kocht, aber trotzdem auch Fans, so wie ich seid, von Kochboxen und schnellen Gerichten. Ich habe nämlich gerade eine HelloFresh-Kooperation. Ich muss das hier nicht erwähnen. Ich dachte nur ganz schnell, ich blende euch den Code ein, weil der noch bis zum 12.09. gültig ist. Und man kann halt bis zu 100 Euro Rabatt sparen, wenn man Neukunde ist und bis zu 4 Kochboxen bestellt. Ich verlinke es euch einfach, vielleicht ist es interessant für euch. Ich habe auch nur noch ein Rezept für diese Woche übrig, deswegen mache ich das heute nicht. Und zwar mache ich morgen die Zucchini-Käsepuffer mit Petersilien-Dill-Dip. Ja, das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Da freue ich mich drauf. Ich habe übrigens meine Airbeat One Leggings von angezogen. Und ich dachte mir, okay, die kaufe ich fürs Festival, den trage ich nie wieder. Aber die ist einfach mega cool. Die habe ich bei Zara im Sale gekauft. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wo ich schon in meiner Küche stehe, seht ihr hier meine Küchengeräte-Ecke. Ich finde, es sieht ein bisschen... Es sieht halt danach aus, als ob jemand gerne in seiner Küche ist, oder? Wir haben ja jetzt neu den Monsieur Cuisine von Lidl. Finde ich wirklich mega cool. Damit kann man so viele Sachen machen, dass der Aufsatz dafür. Er ist auf jeden Fall eine Bereicherung in unserer Küche. Mein Airfryer ist immer noch absolut große Liebe. Der kann so viele Sachen, den... Ich meine, darüber rede ich seit Jahren, müssen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, hier ist der Aussatz. Da habe ich natürlich das Wasserkocher, Kaffeemaschine. Wir sind ja jetzt auf Filterkaffee irgendwie umgestiegen. Und dann haben wir hier noch unseren Mixer. Wir essen jetzt und dann gucken wir hier gerade so ein bisschen Voice of Germany. Christian ist da schon mit Beo. Oh, warte, wir müssen aber gleich The Walking Dead gucken. Neue Staffel The Walking Dead. Wo gucken wir das? Auf Netflix, ne? Staffel 11. Mhm. Morgen, wobei es ist jetzt eigentlich schon Mittag. Ich hatte um 7 heute Morgen Sport. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, ob ich das so schön erzählt habe. Dann habe ich geduscht, das Video schon mal soweit geschnitten, nochmal was an meinen Steuerberater geschickt, yadiyadiyada. Und jetzt hört ihr vielleicht meinen Staubwischroboter im Hintergrund. Den habe ich schon angemacht, weil ich nehme Beo jetzt mit und dann fahre ich zu meiner Therapeutin. Wir hatten eine kleine Sommerpause und ich bin so ein bisschen... I don't know. Ich würde nicht sagen aufgeregt, aber man weiß halt nie, wie man da am Ende rausgeht. Und ja, mal schauen, wie es wird. Und ja, vielleicht melde ich mich danach, erzähle ein bisschen, vielleicht einfach auch gar nicht. Ich weiß noch nicht, je nachdem, wie es so geht. Und das ist mein Look.
Ich habe jetzt gerade noch mal kurz meinen Blazer übergeworfen, weil ich nicht wirklich einschätzen kann, wie das Wetter ist. Vorhin hat es geregnet, jetzt scheint wieder die Sonne. Ich überlege gerade, wo das her ist. Den habe ich schon ein bisschen länger. Ich glaube vielleicht mal, ich glaube C&A, kann das sein? Ich glaube, den habe ich online bei C&A gekauft. Tatsächlich, ach witzig, die Bluse, die habe ich in Holland noch in meinem Studium auch bei C&A gekauft. Die Jeans ist Armed Angels, die finde ich richtig schön. Und meine Sneaker sind meine uralten Reebok-Schuhe. Danach gehe ich noch kurz mit Maxi und den Hunden im Wald. Die habe ich auch meistens eigentlich immer nur noch so zum Gassi an tatsächlich. Es ist mir aber gerade zu warm, deswegen nehme ich den nochmal ab. Und dann geht's los. So, bin gerade raus, möchte da heute nicht drüber reden oder nichts erzählen, treffe mich jetzt gleich mit Maxi und ich filme mich selbst. Oh mein Gott, so deutsch. Hat Angst, dass ich ihn filme. Fahrradfahrer, was soll ich mit ihm? Ja, treffe mich jetzt mit Maxi, nehme den Hunden. Und eigentlich wollte ich heute noch einiges filmen und ein bisschen aufräumen zu Hause und so weiter, aber irgendwie fühle ich mich nicht so danach. Mir geht's gut, also ich finde, so eine Therapie ist einfach unfassbar anstrengend. Aber was ich nur sagen möchte ist, ich weiß, es ist super schwierig, Therapieplätze zu bekommen. Das System ist im Arsch, das kann man nicht anders sagen. Das Thema mentale Gesundheit müsste viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe schon oft drüber geredet, aber einfach nur nehmt euch Zeit für euch. Seid es euch wert. Hi! Ich filme noch ganz kurz was, eine Minute. Man muss es sich, glaube ich, einfach selber wert sein und Dinge aufschieben oder nicht aufarbeiten. Holt dann am Ende des Tages halt immer irgendwann ein. Ja. So viel dazu. Das Wichtigste ist, dass man hier und hier glücklich und zufrieden ist am Ende des Tages. Und damit verabschiede ich mich, weil ihr hört vielleicht schon Beo fiepen, der sieht Maxi und Bailey. Und wir müssen jetzt einmal spazieren gehen. Also, wir sehen uns die Tage. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox. Und ganz viele Küsse an euch.